Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es wieder. Sie werden so schnell groß. Livia wird heute tatsächlich schon zum Kleinkind. Und meine Drillinge, die sind plötzlich erwachsen. Daisy wird bald mit ihrem Sydney ausziehen. Ich bin mir ganz sicher. Offiziell verkündet hat sie es zwar noch nicht, aber schon sehr oft angedeutet. Ivy wird, denke ich, nicht weit wegziehen. Day liebt es hier einfach. Und wo gibt es schönere Plätze als in Hanford on Bagley? Und dann gibt es da natürlich noch meine Violet. Sie schwärmt so von der Künstlerszene in San Myshuno. Ich vermute fast, sie möchte in die große Stadt. Schade, dass sie nicht alle für immer bei mir wohnen können. Hallo, ich bin Ellie Jenüx und das ist der 39. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Die letzten beiden Parts waren ja leider ein wenig trauriger, also Haru und Scarlett sind von uns gegangen. Aber keine Sorge, dieser Part wird wieder ein wenig glücklicher. In diesem Part werden wir nämlich gleich viermal Geburtstag feiern. Also einerseits wird unsere kleine Livia schon zum Kleinkind und andererseits werden die Drillinge tatsächlich schon zu Erwachsenen. Also werden wir uns bald von ihnen verabschieden müssen und das macht mich tatsächlich auch ein bisschen traurig. Aber zumindest haben wir dann jede Menge Platz für mehr Babys. Übrigens, ich wollte euch noch kurz an unsere anstehende Sims 4 Community Challenge erinnern. Und zwar starten wir sehr bald eine Sims 4 Dating Challenge, so im Reality-TV-Format. Und dafür könnt ihr mir sehr, sehr gern Sims erstellen. Ich blende euch das Video mit allen Informationen dazu jetzt hier rechts oben ein. Stattfinden wird das Ganze auf Twitch, aber die Videos wird es natürlich auch hier auf YouTube zu sehen geben. Aber jetzt starten wir in den Part hinein. Nun haben wir Donnerstag kurz nach 8 Uhr und so starten wir in den Part hinein. Emma ist gerade dabei, das Haus zu putzen. Davor hat sie die Nacht tatsächlich damit verbracht, Dinge einzumachen. Wie sollte es anders sein? Und wie ihr seht, diese Familie braucht schon wieder dringend Geld. Deshalb werden wir dann gleich mal mit ihr zum Markt schauen und ebenso den Vormittag verbringen. Und dann werden wir eben Geburtstag feiern. Denn wie schon im Intro gesagt, die Drillinge haben heute Geburtstag. Und außerdem hat auch die kleine Livia heute schon Geburtstag. Ich bin sehr gespannt, wie sie aussehen wird. Was wünscht sich Emma denn hier? Jemanden anrufen? Oh, ist das süß. Okay, na dann kann sie jetzt erstmal baden gehen. Und dann hätte ich tatsächlich gedacht, dass sie Lenny anruft. Dann wird sie jetzt einfach mal mit ihm plaudern und fragen, ob er heute Zeit hat. Denn ich hätte gern, dass die beiden sich treffen und sich ausreden und schauen, dass sie die Dinge zumindest ein bisschen miteinander klären können, damit er heute dann später zur Geburtstagsfeier seiner Tochter kommen kann. Ich denke, das ist auch in seinem Interesse und deshalb werde ich das so machen. Feier den Geburtstag von Ivy mit einer wilden Geburtstagsparty und auch den von Daisy und von Violet und auch von Livia, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, heute haben tatsächlich alle drei Geburtstag und was ich fast übersehen hätte, am Samstag werden dann auch schon Jared und Rose zu Teenagern. Und ich bereue es schon, dass ich als Kinder so wenig mit ihnen gespielt habe. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe ihnen absolut keine Aufmerksamkeit geschenkt. Aber es ist so viel drumherum passiert. Alles rund um die Drillinge, Daisy und Sydney, Ivys Outing, dann noch Violet, ihr ganzes Girl-Drama, hinzu damit, dass sie immer abgehauen ist und sich in ihrem Zimmer betrunken hat. Und dann natürlich noch Emmas Drama mit den ganzen Männern. Es war einfach keine Zeit, dass ich mich auch noch um sie kümmere. Aber da sie jetzt Teenager werden, wird das ganz anders, versprochen. Also sie werden auf jeden Fall mehr in dieses Let's Play mit eingebunden. Und ich freue mich schon sehr, ihre Geschichte zu erzählen. Ihr hattet auch schon sehr coole Vorschläge, wie es mit den beiden weitergeht. Und zwar seht ihr Jared eher so in der sportlichen Richtung. Und da haben viele von euch vorgeschlagen, dass er eben auch ein sportliches Ziel haben könnte. Was zum Beispiel cool wäre, was ich mir jetzt gedacht habe, wir könnten uns als Ziel nehmen, dass er den Gipfel von Mount Komorebi besteigt. Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das funktioniert. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Ich blende euch das mal hier rechts oben ein. Das Video ist aber schon wirklich eine Weile her und ich habe auch mit jeder Menge Cheats gearbeitet. Also ich weiß nicht, wie schwer das Ganze ohne Cheats wird. Das wäre jetzt mal meine Idee. Und für unsere Rose, sie ist ja unsere Streberin, für sie hat jemand vorgeschlagen, dass sie so gut in der Schule sein muss, dass sie für einen Spezialabschluss an der Uni zugelassen werden muss. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Was sie dann studiert, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall muss es eben ein Spezialabschluss sein.
Und dann zieht sie am besten nach Brightchester. Ja, ich glaube, das wäre eine ganz süße Idee. Und ich bin schon sehr gespannt, wie die beiden als Teenager werden. Aber heute stehen andere Geburtstage am Plan. Perfekt. Dann unterhält sich Emma jetzt noch ganz kurz mit Lenny. Und sie wird eben sagen, hey, ich würde dich gerne treffen. Hast du vielleicht Zeit? Ich glaube, er hat Zeit. Ich glaube, es war ein angenehmes Gespräch. Aber vor dem Ganzen wird es jetzt noch schnell zum Markt gehen. Und vor der Party muss auch dringend jemand mit Coco spazieren gehen, weil der ist auch schon ganz schön traurig und einsam. Aber das geht sich auf jeden Fall noch aus. Gut, dann reisen wir jetzt hier zum Hanford-Restaurant. Ich hoffe, ich habe ja alle Dinge ins Inventar gegeben, weil auch Ivy eine Menge gemacht hat. Aber ich glaube schon. Ich kann mich vage daran erinnern. Und hier sind wir. Es liegt jetzt übrigens auch Schnee hier in Hanford und Bagley. Ich habe Hanford und Bagley noch nie bei Schnee gesehen. Ich finde, es sieht einfach toll aus. Oh, und die freuen sich auch voll, dass es schneit. Finde ich cool. Nein, du gehst hier jetzt nicht auf die Toilette. Du gehst gleich mal zum Marktstand. Zu unserer lieben Kim. Ich bin so froh, dass Kim wieder da ist. Wir werden jetzt einmal handeln mit ihr. Und dann werden wir unsere Objekte verkaufen. Wir haben jede Menge gemacht. Also ich hoffe, wir bekommen sehr viel Geld. Denn wir müssen dann ja auch noch das Zimmer für Livia einrichten. Die braucht ja auch ein eigenes Zimmer. Weil das Kleinkindbett hat definitiv nicht in Emmas Zimmer mit Platz. Also ja, ich bekomme nämlich auch immer wieder Kommentare, dass ich doch das Haus renovieren soll und moderner machen soll und umgestalten soll. Aber wie stellt ihr euch das vor? Wir haben doch nie Geld. Und deshalb sind wir jetzt wieder beim Markt. Wir werden die Eier verkaufen, dann die eingemachten Pilze, die anderen eingemachten Pilze, noch mehr eingemachte Pilze, Kopfsalat, Milch, Freundschaftsleckerchen, eingemachtes Schokoladensirup und einen Vitaldünger. Und wir bekommen 1707 Simoleons. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt vor, wir haben früher mehr damit verdient. Vielleicht ist der Wert auch gesunken, Inflation oder so. Ich habe keine Ahnung. Und dann müssen wir aber natürlich auch noch ein paar Sachen kaufen. Also auf jeden Fall Zucker und Mehl. Das brauchen wir ja immer. Wir müssen ja heute immerhin einen Geburtstagskuchen zubereiten. Und außerdem ist es auch immer sehr, sehr nützlich, weil dann können wir Marmeladen herstellen. Nehmen wir mal 5-mal Mehl und dann auch einfach noch, sagen wir tatsächlich 20-mal Zucker, weil den können wir immer brauchen. Gut, okay. Ich glaube, es geht sich trotzdem aus, dass wir der kleinen Livia ein Zimmer zaubern. Und jetzt, wie schon angekündigt, wird sich Emma mit Lenny treffen. Aber gut, davor darfst du hier noch auf die Toilette gehen. Wo ist denn hier überhaupt eine Toilette? Ich glaube, da waren wir auch noch nie drinnen. Gibt es hier eine Toilette? Emma, woher weißt du? Ah, da ist sie. Okay. Ja, aber da ist doch ein Toilettenstreich. Oh, jetzt wird sie gleich eine negative Stimmung haben, weil irgendwer einen Toilettenstreich gespielt hat. Attraktivitätsalarm? Wow, was für ein Sim. Emma Potter vergaß alles, als er, ich glaube nicht, als sie plötzlich Jacob sah. Dieser Sim hat so viele Qualitäten, die Emmas Herz höher schlagen lassen, als wäre es bei einem Cross-Country-Marathon, okay? Jetzt muss Emma nur noch den Mut aufbringen, mit solch einem Adonis zu sprechen. Hoffentlich ist Jacob so freundlich, die Gefühle von Emma zu erwidern. Das hatten wir bei Emma tatsächlich noch nie. Wo ist denn dieser Jacob? Bist du Jacob? Oh, er ist der Barmixer? Naja, ich meine, mein Fall ist er jetzt nicht so unbedingt, aber er sieht ganz nett aus. Dann stell dich doch einfach mal fröhlich bei ihm vor. Das war jetzt gar nicht eingeplant, aber Emma hat für sich selbst entschieden. Die Trennung mit Lenny ist lang genug her. Sie kann wieder Ausschau halten und jemand Neuen kennenlernen. Oh, aber die beiden finden sich jetzt gar nicht so toll. Auf jeden Fall haben sie zwei negative erste Eindrücke miteinander. Hier, Jacob. Okay. Sie findet er ist anmaßend. Dieser Sim scheint eine ziemlich anmaßende Person zu sein und er findet, wir sind nervig. Aber sie findet ihn auch äußerst attraktiv und manchmal täuschen ja erste Eindrücke. Ich hätte gesagt, sie unterhalten sich einfach noch ein wenig. Sie wird ihm einfach mal eine fesselnde Geschichte erzählen und einfach sagen, hey, ich habe dich hier ja noch gar nie gesehen. Ich wohne total in der Nähe. Wohnst du auch in Hanford und Bagley? Dann wird sie ihm einen schmutzigen Witz erzählen. Das ist ja irgendwie Emmas Humor. Das macht sie sehr, sehr gern. Und dann werden wir ihn mal nach seinem Tag fragen und einfach fragen, ob ihm die Arbeit hier gefällt. Okay, den Witz fand er ganz und gar nicht gut, aber sie verstehen sich dadurch doch besser. Ich verstehe Sims einfach nicht. Ja, und dann kannst du ja eigentlich gleich mal fragen, ob er Single ist. Oder kannst du auch nicht?
Sag ihm doch einfach mal, dass du findest, dass er gut aussieht. Ich glaube nämlich tatsächlich, nach all den Männergeschichten hat Emma gar nicht mehr so viel Hemmung davor, jemanden anzuflirten. Er hat sich drüber gefreut. Das ist sehr, sehr süß. Und dann kannst du ja mal vom Kochen schwärmen. Du liebst Kochen immerhin. Und dann werden wir ihn jetzt fragen, ob er Single ist. Okay, jetzt verstehen sie sich nicht mehr so gut. Was war das? Zu voll von dir selbst. Die Luft eines anderen Sims, voll von sich selbst zu sein, bringt diesen Sim in den Augen von Emma keinen Gefallen. Wilde Übersetzung, ich verstehe nichts. Und er ist Single. Okay, sehr gut. Aber das war's dann jetzt auch schon. Du kennst einen neuen Boy, das hast du wirklich toll gemacht. Ob er in diesem Let's Play weiter vorkommen wird oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Ihr könnt eure Meinung dazu natürlich sehr gern in die Kommentare schreiben. Aber Emma wird sich jetzt mit Lenny treffen. Ich habe dafür in Brindleton Bay ein Restaurant platziert. Warum in Brindleton Bay? Ich habe keine Ahnung. Aber die werden jetzt hier zu Salty's Crab Shack gehen. Und zwar mit Lenny. Die Beziehung zwischen den beiden ist zwar überaus schwierig, aber zumindest die Freundschaftsleiste ist sehr im grünen Bereich. Nur Romantik ist halt sehr, sehr rot. Aber dafür, dass sie ihn am Altar stehen lassen hat, ist das, denke ich, ziemlich normal. Und auf geht's. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wie spät es im Spiel ist. Vermutlich ist es noch viel zu spät für ein Mittagessen, aber dann sollen sie halt irgendetwas frühstücken. Und hier sind wir. Oh, ich hoffe, das wird jetzt nicht peinlich. Ich hätte gesagt, wir beginnen gleich mal mit einer geschickten Entschuldigung und sie wird einfach erklären, dass sie überfordert war, dass es für sie einfach nicht das Richtige war. Und dass sie hofft, dass er es versteht. Aber anscheinend versteht er es. Und letztes Mal hat er ja auch angerufen und gesagt, dass er sich mit jemand anders treffen will. Also ich glaube, mit Bella Grusel, wenn ich mich richtig erinnere. Können wir hier jetzt fragen, ob sie einfach nur Freunde sein können? Nein, okay, irgendwie nicht. Dann können sie ja mal miteinander tratschen. Und sie wird erzählen, wie es ihr mit den Kindern so geht. Dann wird sie ihm mal von ihren Ideen erzählen. Oh ja, sie redet tatsächlich über ihre Kinder. Über was denn sonst? Und dann erzählt sie ihm jetzt einfach mal eine fesselnde Geschichte über Livia und wie es wieder ist mit einer Neugeborenen zu Hause. Und dann wird sie noch einen Insider-Witz machen. Einfach auf die guten alten Zeiten. Und dann können wir aber hier auch schon nach einem Tisch bitten. Oh, sie haben jetzt ein Gefühl miteinander bekommen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Okay. Finde ich sehr, sehr spannend. Hier sehen wir auch noch aufgelöste Verlobung. Scheinbar sind nicht alle Diamanten für immer. Diese Verlobung ist böse geendet. Ja. Ist sie tatsächlich. Können wir hier vielleicht irgendwo drin sitzen? Okay, perfekt. Dann setzen wir uns einfach hier oben, ja, einfach an den Tisch. Ist zwar ein bisschen groß für nur zwei Sims, aber ich glaube, das ist schon in Ordnung. Es sind ja ansonsten nicht so viele Sims da, nur hier draußen zwei ganz mutige Kandidaten, die hier draußen im Schnee essen und sie ist auch noch bauchfrei. Ich hoffe, du verkühlst dich nicht. Katharina links. Ja, so mutig sind wir nicht. Deshalb setzen wir uns hier oben hin. Aus irgendeinem Grund kommen sie leider nicht in den oberen Stock. Können wir den Tisch noch wechseln? Aber ich möchte hier nicht draußen sitzen. Ja, das ist jetzt ein bisschen belastend. Aber eigentlich ist es nicht halb so schlimm. Wir haben immerhin schon 14 Uhr. Und die Kinder kommen ja normalerweise auch bald nach Hause. Dann gehen wir jetzt einfach wieder zurück nach Hanford und Bagley und bereiten einfach alles für die Party vor. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Und dann kann Lenny auch mal seine Tochter kennenlernen. Ich vergesse immer, dass er sie tatsächlich noch gar nicht kennt. Aber ja, sehr gut. Lenny kommt mit. Und ich finde es übrigens auch sehr schade, dass wir ihn nicht fragen können, ob er nur mit uns befreundet sein will. Weil diese rote Leiste nervt mich wirklich sehr. Und ich glaube aber nicht, dass zwischen denen noch jemals irgendetwas Romantisches passieren wird. Oder seid ihr anderer Meinung? Dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Rose, was machst du zu Hause? Rose ist zu Hause, aber auch in der Schule. Okay, dann ignorieren wir das mal. Gut, Emma, du wirst jetzt gleich mal Livia stolz Lenny zeigen. Diese Interaktion habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Okay, Rose ist wieder verschwunden. Sehr gut. Fragt mich nicht, was das war. Ich habe keine Ahnung. Manchmal sind Glitches in Sims sehr, sehr gruselig. Und jetzt kommt doch endlich die Benachrichtigung, Livia hat Geburtstag. Die Zeit fliegt nur so dahin, nicht wahr? Ja, definitiv.
Okay, wieso geht diese Interaktion nie? Stolz vorzeigen? Lenny. Daisy hat auch in einer Stunde Cheerleading, aber ich glaube tatsächlich, da wird sie heute nicht hingehen. Denn immerhin feiern wir ihren Geburtstag. Okay, es funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Nervt mich. Keine Ahnung warum. Ich verstehe es nicht. Dann geben wir Mehl und Zucker in den Kühlschrank und dann kann Emma ganz schnell einen Kuchen backen. Und zwar backen wir wieder einen Honigkuchen. Das finde ich sehr, sehr süß. Übrigens werden wir in diesem Part jetzt nicht alle umstylen, weil sonst müsste ich ja vier Umstylings machen. Und das wäre ein bisschen wild. Oh, aber Lenny geht jetzt selbst zu seiner Tochter. Ach nein, doch nicht. Er redet mit Coco. Da liegt deine Tochter und du unterhaltest dich lieber mit dem Hund. Lenny. Ach, dieser Mann. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, ich werde heute nicht alle Sims umstylen. Wir werden heute, glaube ich, nur die kleine Livia umstylen. Und ich habe ja geplant, dass wir mit den Drillingen noch ein wenig spielen. Und dann werde ich eben, sobald ich die Geschichten weitererzähle, sie auch umstylen. Violet hat es mal wieder verbockt. Wie soll sie es ihren Eltern beibringen? Sie werden traurig sein. Es tut Violet bereits weh, wenn sie sich nur die enttäuschenden Gesichter ihrer Eltern vorstellt. Wie soll sie ihnen bloß gegenübertreten? Oh nein! Ja, Violet, ganz ehrlich, ich glaube, deine Mutter findet das nicht so schlimm. Ich will jetzt nicht sagen, sie ist es schon gewöhnt, aber irgendwie ist sie es gewöhnt. Und es sind alle natürlich auch noch ziemlich traurig wegen den Großeltern. Und deshalb stehen sie jetzt draußen im Schnee. Ja gut, okay, dann werden wir jetzt aber gleich schnell die Party planen. Die startet einfach jetzt direkt. Sonst hauen alle wieder ab oder irgendwer isst den Kuchen. Ich weiß ja, wie das immer abläuft. Geburtstagssims haben wir tatsächlich drei. Daisy, Ivy und Violet. Einladen können wir Haru und Scarlett leider nicht mehr. Aber wir werden Kaori einladen. Dann werden wir Janet einladen. Leo, Bridget, Sydney, Jonas, Lenny, Avery, Florian, Ted, Manuel und Gabriel. Ich glaube, das war jetzt die ganze Familie. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ansonsten brauchen wir nichts und stattfinden wird das Ganze natürlich hier. Perfekt, dann kann die Party losgehen. Lenny? Hat er sich gerade umgezogen und deshalb ist so viel Müll entstanden? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Dann fügen wir hier mal Geburtstagskerzen hinzu. Was müssen wir machen? 3 Stunden mit dem Geburtstagssim Kontakte knüpfen, 1 Stunde Musikinstrument spielen und Kuchen essen. Gut. Dann werden wir zu Beginn jetzt gleich mal das Klavier von Violet nach unten geben und dann kann sie mal ihre Künste zum Besten geben. Immerhin hat sie die letzten Wochen echt fleißig geübt und das kann sie den Gästen ja einfach mal präsentieren. Dazu machen wir diese Musik aus und dann kann sie hier Cheerleading verpassen. Oh nein, sie kann gar nichts machen, weil sie zu angespannt ist. Das ist wirklich blöd. Hä? Wer bist du dann? Daisy, warum hast du nichts an? Kann mir wer sagen, warum Daisy nackig ist? Anscheinend habe ich das Kleid gelöscht. Ja, das ist jetzt belastend. Zieh dir sonst vielleicht einfach was anderes an. Ich möchte dich gerade nicht umstylen. Gut. Daisy ist in ihrer Alltagskleidung bei der Party. Dann beginnen wir wohl besser mit dem Kontakteknüpfen. Ist denn schon jemand da? Ja, schon jede Menge ist da. Okay. Ivy fühlt sich sehr, sehr angespannt. Nicht mehr. Okay. Violet, wenn du gerade hier draußen bist, sag doch mal Hallo zu Leo. Wer bist denn du? Gabriel, seit wann hast du einen Hut auf? Und eine Brille? Und warum hast du kein T-Shirt an? Hä? Dieses Outfit habe ich ihm definitiv niemals gegeben. Was soll das sein? Wo kommt das her? Er hat anscheinend ein zweites Party-Outfit, das aber nicht wirklich existiert. Gut. Das ist eindeutig besser. Violet, dann red du mal mit Gabriel. Dank ihm einfach mal fürs Kommen. Und dann kannst du ihm ja erzählen, was du so geplant hast. Also für Violet planen wir, dass sie nach San Myshuno zieht in seine alte Wohnung. Und das wird sie ihm jetzt einfach mal erzählen, dass sie so gerne dort wohnen möchte. Sydney ist auch schon da. Daisy, sag mal Hallo zu deinem Boy. Mit Daisy haben wir ja auch geplant, dass sie und Sydney heiraten werden und deshalb zieht sie dann aus. Auf das freue ich mich auch schon. Ich glaube, das gehen wir tatsächlich schon im nächsten Part an. Also noch nicht die Hochzeit, aber dass sie eben zusammenziehen. Ja, wir können leider nicht wirklich mit ihm interagieren, weil sie so traurig ist. Dann macht sie ihm mal ein düsteres Kompliment. Und Ivy, ja,
Von dir ist wieder niemand da. Sag du mal Hallo zu Leo. Dank ihm mal fürs Kommen. Oh, und dann wünscht sie sich ja, mit ihrem Vater zu plaudern. Das können wir ja auch gleich mal machen. Dank ihm mal fürs Kommen. Und dann erzähl ihm eine fesselnde Geschichte. Wie lost bin ich eigentlich? Warum habe ich denn Janet eingeladen? Ich habe ja letztens entschieden, dass sie eher mit Sarah zusammenkommt, weil die sich viel besser verstanden haben. Okay, Violet dann. Okay, nein. Wir schicken sie einfach wieder nach Hause. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir tun einfach so, als wäre Janet nicht gekommen. Gut, das habe ich jetzt sehr spontan entschieden, aber das ist jetzt einfach so. Also, beginnen wir dann gleich mal mit dem ersten Geburtstag, Daisy. Du wirst jetzt als erstes dir etwas wünschen und die Kerzen ausblasen. Daisy ist ja die Älteste und deshalb wird sie natürlich auch als Erste zur jungen Erwachsenen. Ich kann es kaum glauben, unsere ersten Kinder werden zu jungen Erwachsenen. Es ist so schräg, die Zeit vergeht so schnell. Alles Gute, Daisy. Du wirst ein wunderschönes Leben vor dir haben, ich verspreche es dir. Bevor wir uns das jetzt anschauen, ganz schnell nochmal Geburtstagskerzen hinzufügen. Ganz, ganz schnell. Und jetzt darf Daisy älter werden. Stimmt, Daisy hatte ja ein Teenager-Bestreben, das wir natürlich absolut nicht erfüllt haben. Sie ist ordentlich, sie ist ein Bücherwurm und was geben wir ihr noch? Also ihr wart euch ein bisschen uneinig, wie es mit ihr weitergehen sollte. Einige meinten, sie soll Hausfrau werden, aber irgendwie sehe ich sie gar nicht so als Hausfrau. Sie war ja immer sehr karriereorientiert, also zumindest in der Schule und auch immer kreativ. Und dann hat jemand vorgeschlagen, sie könnte ja in die Stilbeeinflusserkarriere und das finde ich sehr, sehr cool. Und da sehe ich sie auch irgendwie. Das heißt, ich würde irgendwie gern das machen. Jetzt ist halt die Frage, was da dann am besten zu ihr passt. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht machen wir sie materialistisch. Diese Sims können Besitztümer bewundern und werden mit ihnen prahlen und werden traurig, wenn sie für eine gewisse Zeit nichts Neues gekauft haben. So könnte ich mir Daisy vorstellen. Ich glaube, das passt ganz gut. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir das natürlich sehr gerne in die Kommentare. Das können wir natürlich noch ändern. Ja, und das ist jetzt auch eine gute Frage. Was geben wir ihr denn hier? Vielleicht Seelenverwandte? Dieser Sim möchte die große Liebe finden und mit ihr ein erfülltes Leben verbringen. Ich finde, das passt zu ihr und sie hat Sydney ja schon gefunden. Ja, dann ist das jetzt unsere Daisy. Oh, Glückwunsch, Daisy hat erfolgreich die Highschool abgeschlossen. Sie kann mit hoch erhobenem Kopf in die Welt hinausschreiten, denn ihr stehen nun alle Türen offen. Die Zukunft erwartet sie. Und sie hat die Highschool tatsächlich mit Auszeichnung abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Daisy hat ihr Highschool-Erlebnis mit Auszeichnung abgeschlossen. Die viele Arbeit hat sich ausgezahlt und jetzt wird es Zeit, die Früchte zu ernten. Sie startet als Erwachsene mit einer so hohen Leistung in einer Karriere, wie sie sie auch in der Highschool erbracht hat. Okay, den letzten Satz verstehe ich nicht, aber das klingt toll. Perfekt, und jetzt ist Daisy erwachsen. Und Gabriel hat ihr ein Geschenk geschickt und Hendrik, wer auch immer du bist. Und sie hat eben die Highschool mit Auszeichnung abgeschlossen. Daisy, ich bin stolz auf dich. Genau so habe ich mir das gedacht. Dann fügen wir noch schnell wieder Kerzen hinzu, bevor irgendjemand ein Stück nehmen kann. Sehr, sehr gut. Und dann wird sich auch Ivy etwas wünschen. Der wünscht sich auch hier freundlich zu Emma sein. Oh, das ist süß. Ja, Emma, geh vielleicht ein bisschen aus dem Weg. Achso, du möchtest unbedingt duschen. Ja gut, dann geh schnell baden. Du stinkst, sonst regen sich alle auf, dass du stinkst. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Und jetzt bekommen wir schon die Benachrichtigung, dass die Zwillinge bald Geburtstag haben. Wer sind eigentlich diese ganzen Kinder? Ach, Bridget und Florian und Manuel. Diese Familie hat wirklich viele Kinder. Und jetzt hat Ivy Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Ivy. Ich bin schon sehr gespannt, wie es mit Day weitergehen wird. Aber irgendwie stehen alle auf einem Haufen, das stresst mich ein bisschen. Es sind schon viele Sims. Ivy ist älter geworden. Also ich gebe ihr mal zuerst das Bestreben, weil das ist ziemlich klar. Da waren wir ja schon halb fertig. Und zwar Natur, das Landschaftspflegerbestreben. Und dann natürlich auch noch ein Merkmal. Aber das ist jetzt auch wieder eine gute Frage. Ökofanatiker würde gut passen. Vegetarisch irgendwie auch. Nein, ich glaube Einzelgänger. Diese Sims sind glücklich, wenn sie alleine sind, erhalten keine negativen Stimmungen, wenn ihr Sozialbedürfnis auf einem niedrigen Stand ist und reagieren häufiger beschämt auf soziale Zurückweisungen. Glaube ich, nehme tatsächlich das. Wie auch schon vorhin, wenn ihr anderer Meinung seid, bitte schreibt es mir sehr, sehr gern in die Kommentare.
Auch sie hat die Highschool abgeschlossen, aber natürlich nicht mit Auszeichnung. Das hätte mich auch sehr gewundert. Und ihre tote Großmutter hat ihr ein Geschenk geschickt. Unglaublich toll. Dann fügen wir da ganz schnell wieder Geburtstagskerzen hinzu. Denn Violet muss ja immerhin auch noch älter werden. Unsere Violet. Ich bin wirklich gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Auch sie wird sich jetzt mal etwas wünschen. Und Kaori sieht schon wieder unglaublich toll aus. Ich liebe ihr Kleid. Wie auch schon letztes Mal, es ist vielleicht ein bisschen over the top für eine Familienfeier. Aber sie sieht doch einfach großartig darin aus. Also ich verstehe auch, dass sie es anzieht. Wir haben jetzt nicht die Tochter der beiden eingeladen. Stimmt, das ist natürlich belastend. Und jetzt hat unsere Violet Geburtstag. Alles Gute, liebe Violet. Ich habe keine Ahnung, ob sie die Highschool auch bestanden hat. Irgendwie bezweifle ich das. Okay, sie möchte abseits von allen anderen älter werden. Hier draußen. Sie will ihre Ruhe haben. Sind wir ja irgendwie ein bisschen gewohnt von ihr. Sie hat schon Partylöwin und kreativ. Passt beides unglaublich gut zu ihr. Und dann... Abenteuerlustig, das ist doch einfach Violet. Diese Sims sind immer auf der Suche nach neuen, einzigartigen Erlebnissen. Ja, das ist Violet. Und hier könnten wir jetzt natürlich das Kreativitätsbestreben geben. Nicht Bestseller-Autorin, sondern musikalisches Genie. Perfekt. So sehe ich Violet. Auch sie hat tatsächlich die Highschool abgeschlossen. Wer hätte das gedacht? Und sie hat auch ein Geschenk von Gabriel bekommen und von Bridget. Und ja, sehr, sehr gut. Sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus. Kannst du jetzt allen was vorspielen? Sehr gut. Dann wird Violet hier jetzt gleich mal ihre musikalischen Künste unter Beweis stellen und ein Konzert für die Gäste geben. Und sie wünscht sich hier Getränk im Club trinken. Das pinnen wir gleich mal an. Das schreit doch einfach nur nach Violet. Oh wow. Das ist ein wildes Lied. Aber es gefällt mir. Okay, dann kann sie hier ja eine Stunde ein Musikinstrument spielen. Oh nein, das Baby schreit. Sorry, Livia, wir haben ein bisschen auf dich vergessen. Dann wird Emma sich jetzt mal um ihre jüngste Tochter kümmern. Sie wird sie einmal an die Brust nehmen. Dann werden wir hüpfen und dann wird sie aber auch schon älter werden. Immerhin feiern wir auch ihren Geburtstag heute. Hier ist tatsächlich Amy. Das war ja zu Beginn mal eine Freundin von Violet. Also nicht romantisch, sondern nur so befreundet waren die beiden. Aber irgendwie hat sie mich dann genervt, weil irgendwie waren immer alle schlecht gelaunt, wenn sie da war. Ich weiß auch nicht mehr warum. Aber Violet, dann kannst du sie einmal hereinbitten. Vielleicht möchte sie auch gern bei der Party dabei sein. Ist ja in Ordnung. Nein. Kann die bitte weggehen? Avery, kannst du bitte von unserem Kind weggehen? Just go away. Okay, sie geht von selbst weg. Sehr gut. Ich glaube, wir haben sie gerade nach Hause geschickt. Sorry, Avery, aber du hast uns genervt. Violet, gib doch noch ein Konzert, während deine kleine Schwester Geburtstag hat. Zuerst wird sie gefüttert und dann wird sie jetzt älter. Mit stinkender Windel schreiend hat sie Geburtstag. Wait, wer bist du? Nox Greenberg. Oh wow, das ist aber ganz schön unordentlich hier, du kleiner Schmutzfink. Soll ich dir helfen, das Chaos zu beseitigen? Ich kenne dich nicht, Dude. Bitte nicht, bitte geh. Auf jeden Fall hat Lenny Livia ein Geschenk geschickt und Manuel und Haru... Oh, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber wir sehen schon, auf jeden Fall sieht sie unglaublich süß aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie wird, aber ich werde das einfach mal auswürfeln. Ich glaube, so habe ich es ja bei allen gemacht. Sie ist ein albernes Kind, sehr, sehr süß. Oh, wie niedlich sieht sie aus. Ja, ich hätte gesagt, wir starten dann auch gleich in ihr Umstyling rein und dann schauen wir mal, was aus ihr wird. Ihre Farbe ist ja blau und jetzt ist sie auch ein albernes Kind. Ich werde das versuchen, beides ein bisschen zu berücksichtigen. Und dann geht es jetzt los. Thank you.
Ich bin fertig und ich finde, sie ist so unglaublich süß geworden. Also hier haben wir Alltagsoutfit. Ich habe ihr tatsächlich eine Brille gegeben. Also bei einem Outfit hatte sie eine auf. Und dann dachte ich mir, das sieht eigentlich ganz süß aus und wir haben noch gar kein Kind mit Brille. Dann wird Livia jetzt unser erstes Kind mit Brille. Das ist, wie gesagt, ihr Alltagsoutfit hier mit diesem süßen Dino oder Krokodil oder was auch immer das ist. Finde ich absolut zuckersüß. Dann hier die Abendkleidung. Wie gesagt, sie ist ein albernes Kind und ich könnte mir vorstellen, dass sie gern entscheidet, was sie anhat und Emma einfach nur so, ja, ja, okay. Und wenn sie dann gemeinsam einkaufen sind und sie möchte unbedingt dieses blaue Kleid mit Erdbeeren und dieser roten Schleife, dann sagt Emma halt einfach, ja, okay, Livia, wenn du möchtest, kannst du das sehr, sehr gern anziehen. Hier haben wir die Nachtwäsche. In was sollte ein albernes Kind sonst schlafen als in einem bunten Bärenkostüm? Ich weiß es auch nicht. Dann haben wir hier die Partykleidung, hier haben wir die Badekleidung. Das heiße Wetter-Outfit und das kalte Wetter-Outfit. Wie gesagt, ich finde sie unglaublich zuckersüß. Schreibt mir doch gern in die Kommentare, was ihr von ihr haltet und auch, wenn ihr schon irgendwelche Storyline-Ideen für ihre Zukunft habt. Ich bin sehr gespannt. Aber gut, an dieser Stelle werden wir den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!